Ring, ring, ring. So, wenn der Christian kochen kann, ist er glücklich. Wenn er backen kann, ist es der Wahnsinn. Das perfekte Soufflé, liebe Fernsehzuschauer, zeige ich Ihnen. Das ist gar kein großer Akt. Man muss ein paar Kleinigkeiten beachten. Ich habe hier, schau mal, Eiweiß mit Zucker schaumig geschlagen. Eiweiß mit Zucker schaumig schlagen ist ja kein Akt. Und man muss das so lange schlagen, den Eischnee, bis der Eischnee schön cremig wird. Das heißt, durch den Zucker wird das Ganze so ein bisschen feiner, angenehmer und schön cremig und fest. Das ist Grundvoraussetzung für ein gutes Soufflé. Weiter geht es mit dem gleichen in Grün. Ich brauche wieder so eine Küchenmaschine. Die Sticks hier reinstecken. So, und dann schauen wir, dass sie auch halten. Okay, also die Eigelbe, das Pendant von den drei Eiweiß. Gesiebten Puderzucker. Der kommt auch dazu. Und jetzt eine schöne Limette. So, eine richtig gute Limette. Ja, nicht nur an diesen Drink denken, sondern Limette hat auch ganz viel mit Kochen zu tun. Entweder eine Bio-Limette oder die Limette ganz gut abwaschen mit warmem Wasser. Das gilt im Übrigen für alle Zitrusfrüchte. So, Eigelb und Puderzucker aufschlagen. So, idealerweise, bis das auch so ein bisschen schaumig wird. Ja? Also das ist so. Ich bin ja absolut der Freestyle-Koch. Sie wissen es zu Hause. Ein bisschen was von da, ein bisschen was von da. Das funktioniert aber bei einem Soufflé nicht. Die Zutaten müssen wirklich genau abgewogen werden. Jetzt, schaut mal her. Eine Komponente Eigelb und Puderzucker, Eiweiß und Zucker. Beide Massen sind aufgeschlagen. Und jetzt mache ich das perfekte Soufflé mit Quark. Das ist ein trockener Quark. Gebt den Quark vorher auf ein Tuch, dass der so ein bisschen abtropft, dass der richtig schön trocken ist. Und wenn der Quark trocken ist, dann wird das Soufflé noch mal besser. So, jetzt den Quark noch mal hier einrühren. Hoppla. Und hier sind die zwei Massen. Die zwei Massen kommen jetzt zusammen und werden ganz vorsichtig unterhoben. Also hier die Quarkmasse mit dem Eigelb, die Eischneemasse. Und jetzt vorsichtig vermengen. Also wirklich, schauen Sie mich mal an, wie ich das mache. So, ich gehe ein bisschen in die Knie, gebe mir die allergrößte Mühe, dass das Ganze schön gemütlich, vorsichtig unterhoben wird. Und wenn man das probieren würde, ha! Schmeckt gut, klar. Zucker, Quark, Limettenschale. Ich habe hier schon was vorbereitet. Und zwar sind das sogenannte Timbalförmchen. So schaut ihr aus. Eine klassische Form von Dessertschälchen. Und diese Timbalförmchen habe ich ausgebuttert und ausgemehlt. Das überschüssige Mehl ausgeklopft. Und jetzt, Freunde der Nacht, kommt in dieses Schälchen und zwar ganz vorsichtig, bitte ganz vorsichtig, diese schaumige Soufflé-Masse, ungefähr bis zur Hälfte gefüllt. Ich sage deswegen langsam, wenn Sie zu Hause den Rand hier verschmutzen, geht das Ganze nicht mehr perfekt auf und das Soufflé wird eher zu einem Käsekuchen. Das wollen wir ja nicht. So. Das Ganze dann in den Backofen bei roundabout 175 Grad. In ein Wasserbad, just in time, schau mal her, in ein Wasserbad. Und das Wasserbad birgt für ein feuchtes Milieu im Backofen und dann geht das Ganze schön auf. Jetzt könnte man, wenn man Lust und Laune hat, das Ganze noch ein bisschen ausgenieren zum Anrichten. Einfach mal so laut gedacht, ich habe hier schöne frische Mango. Die frischen Mangos habe ich gewürfelt, habe ein bisschen Mango-Püree dazugegeben. Dann habe ich hier noch ein bisschen Creme fraiche, einfach was fürs Auge. Ja. Ein bisschen Himbeerpüree. So, und dann, man höre und staune, nimmt man einen Schaschlikspieß, macht da so ein schönes Muster rein
Und jetzt heiß, heiß, heiß. 3, 2, 1. Hier, voilà, liebe Gäste, das perfekte Soufflé, vielleicht noch ein bisschen Puderzucker obendrauf und dann ist alles gut. Das ist ein Gelingen-Garantie-Rezept à la Christian Henze. Viel Spaß beim Nachkochen. Wir sehen uns. Bis bald in alter Frische. Der Christian.